Hallo, guten Morgen. So, heute, ich hatte euch ja am Wochenende schon gesagt, dass ich mich ganz intensiv mit meinen Baumperlen beschäftigt habe. Und für mich hat das auch immer was Meditatives. Und ich habe bei jeder einzelnen irgendwie auch immer Verbindung gehabt zu Kunden, mit denen ich gearbeitet habe. Und jeder war so einzigartig und besonders. Manche, die konnten kaum erwarten, dass sie sich transformieren, dass sie aus ihrer alten Identität aussteigen. Und andere, die haben noch ganz doll festgehalten. Die konnten ihre alte Schale noch gar nicht loslassen. Und es hat eine Weile gedauert, bis sie sich dann dran gemacht haben und ihre neue eigene Wahrheit gefunden haben. Und wie gesagt, ich wollte euch das heute mal zeigen. Und für mich ist das Bearbeiten wirklich was ganz Besonderes, weil jede Perle so einzigartig ist. Und wie gesagt, für mich war das so, ich habe so den Kontakt gespürt zu meinen Kunden und wie sie sich entwickelt haben und was denn draus geworden ist, ihre neue Identität, ihr neues Ich. Und ja, das wollte ich heute mit euch mal teilen. Hier sind noch welche, die noch nicht ganz fertig sind, die zwar schon angeschliffen sind, aber noch nicht ganz fertig. Einige davon wissen auch noch gar nicht, wie sie sich entwickeln wollen. Guck mal an. Und jede für sich ist extrem besonders. Auch hier die ganz kleinen. Und wie gesagt, als ich die bearbeitet habe, ich hatte so eine tiefe Verbindung zu jeder Einzelnen und auch mit den Menschen, mit denen ich gearbeitet habe und die Tiere. Und es hat mich immer an die erinnert. Was haben wir durch, wenn wir angefangen haben? Wie waren die? Völlig fremdbestimmt teilweise und haben Identitäten angenommen, die gar nicht ihre eigenen waren. Und nach sind dann die Schätze herausgetreten. Und manchen fiel es wirklich nicht leicht loszulassen. Und das ist ja auch eines der größten Herausforderungen, die wir haben, loslassen. Das Loslassen, was wir bisher kannten, was uns ausgemacht hat bis dahin, aber uns genauso festgehalten hat und wir konnten gar nicht uns so entwickeln, wie wir wollten, weil wir einfach nicht unsere eigene Wahrheit gefunden haben. Und so war das auch, als ich die Perlen bearbeitet habe. Manche, die konnten das gar nicht erwarten, dass ich denen die alte Haut sozusagen abziehe. Und wieder andere, die haben festgehalten und waren noch gar nicht in der Lage loszulassen. Da hat es ein bisschen gedauert. Manche, die haben einfach gesagt, okay, das ist so, wie es ist, aber ich mache trotzdem noch was Schönes draus und ja, gehen die Veränderung. Na, das ist für mich ist das Beste sowieso immer die eigene Wahrheit zu finden. Die eigene Wahrheit und dadurch auch die Bestimmung zu finden. Und immer wenn ich ein Seelenbuch auch lesen darf, dann ja, geht mir das Herzchen auf. So, mit dem Bild. Einmal hier nochmal. Fertigen. Da sind noch die, die jetzt heute und morgen dran sind. Und dann werden die auch eine neue Bestimmung bekommen. Einige werden vielleicht Halsketten, andere werden vielleicht Armbänder, wieder andere werden vielleicht Schlüsselanhänger oder so wie, wo ist sie denn jetzt meine besondere? So wie die hier zum Beispiel als Handschmeichler oder so wie die fühlen sich einfach toll an und ja, was ganz Besonderes. Die werden auch immer schöner, je mehr man sich mit denen beschäftigt. Und so ist es ja eigentlich auch mit uns Menschen, oder? Wenn wir uns mit uns selbst beschäftigen oder mit anderen beschäftigen, es fühlt sich immer besser an und irgendwie werden wir dann auch schöner. Also es ist so,
Ne, wenn man einfach so vor sich hindümpelt und alles lässt, wie es ist, da passiert da auch nicht viel. Und irgendwie ist dann das wie so ein Verwelken. Und guck mal, ganz besonders. Ja, also jede für sich. Also das ist schon was Tolles. Das ist schon was Tolles. Ich freue mich schon drauf, wenn es gleich weitergeht. Mal gucken, wie lange ich das heute in der Sonne hier aushalte. Gleich mal das Dach aufziehen. Na, die müssen noch ein bisschen poliert werden und dann noch mal geölt, noch mal nachgeschliffen einige. Den ersten Schliff haben sie ja schon vor einer ganzen Weile. Jetzt sind die auch getrocknet. Und jetzt sieht man so, wenn das denn nachgearbeitet ist, wie schön die dann glänzen wird. Also die wird so ein richtiges Prachtstück auch. Die hier genauso. Wunderschön. Also, ach, hier ist noch. Ja, wenn die fertig ist, die wird auch wunderschön. Also alle werden wunderschön, keine Frage. Jeder, der an sich arbeitet, wird von Natur aus schon wunderschön. Also bleib nicht stehen, mach was aus dir und finde deine eigene Wahrheit und deine eigene Identität und dann wirst du sehen, wie sich alles denn für sich entwickelt und was da alles so passiert. Ich wünsche dir was, hab einen schönen Tag.